Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal haben wir ja die Fähigkeit gelernt zu tauchen. Wir waren auch schon mal tauchen und heute begeben wir uns unter anderem erstmal auf die ganze Einholung sämtlicher Schätze, die es hier in der ganzen Weltkarte also gibt. Dann war ja beim letzten Mal auch noch, ich glaube das war hier, ne? Genau, in Kingston waren wir, da haben wir auch noch jede Menge zu sammeln und so. Und ja, das würde ich halt jetzt alles gerne tun wollen. Jetzt so in den nächsten Stunden. Aber zuerst gehen wir einmal unter Deck, denn unter Deck haben wir erstmal wieder unsere Flottenmission, die wir halt auch noch behandeln müssen. Denn sonst kommen wir daher auch nicht voran. Klingt komisch, ist aber so. So, dann gucken wir mal, was die Flotte denn so zu sagen hat. Ich nehme den Monster eben aus dem Weg. So, kommen hoffentlich alle Schiffe wieder, die wir losgeschickt haben. Und bringen gut Geld mit. Das war ihr Job. So, wir kriegen auch einen Stuhl. Wupptidudidu. Und einen tollen Helm. Für, ne? Damit wir es haben. So, dann lass mal gucken, wo es denn jetzt hier die tollen großen Schätze gibt. Hier jeweils circa 1000, obwohl da unten waren noch welche. Bringen aber auch nicht so viel, aber müssen wir sowieso immer freischalten, mehr oder weniger. So, das hier gibt es erst später. Verfügbar in so und so viel Stunden, aber das könnten wir machen. Das Tor nach Europa. Schalte frei Wurstel. Ich dachte, Wurstel hatten wir schon freigeschaltet. Oder wir wollten es, weil diese Dingens noch nicht verfügbar war. Gut, behalten wir uns im Hinterkopf. Südafrika 1 wäre eine Option. So, hier hatten wir jetzt nichts weiter. Ich glaube, das hatten wir alle schon mal. Portugal 4. Ja, haben wir hier noch zwei Missionen, die wir noch nicht hatten. Casablanca können wir freischalten. In Biscaya. Können wir Dakar freischalten? Bissau? Auf jeden Fall haben wir einige Missionen, die wir so bisher noch nicht hatten. Aus Kanada haben wir auch noch ein paar Quests. Oder Missionen oder wie auch immer. Ich gucke halt auch so ein bisschen danach, was ist denn überhaupt wertvoll. Ne? Ein bisschen was haben wir. Sagen, da fangen wir mit Südafrika an. Indem wir hier erstmal freiräumen. Das bräuchte ich jetzt hier irgendwie zwei tolle Schiffe. Je besser sie sind, umso besser. Das macht Sinn. So, nehmen wir dich dazu. Nehmen wir hier noch ein stärkeres Schiff, ich weiß es nicht. Könnte man eigentlich, ne? Sind wir auf der sicheren Seite, falls sie jetzt irgendwie mega kräftig reinschießen. Ja, dann, ne? Schlacht beginnen. Wird schon irgendwie. Ballerei Nummer 1. Ballerei Nummer 2. Und dann ist der Gegner erstmal dran, glaube ich. Außer, die nehmen halt unser Schiff unten links. Jo. Ja, daneben. Sauerei. Hey. Hey. Wir machen ja auch schön Schaden hier. Haben sie immer ein Feuerfass gelegt. Sicher ist sicher. Denn nur sicher ist, ist sicher. Okay. Ja, es war aber teilweise schon so ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Aber was soll's. Mussten wir durch. So, Runde 2. Ich finde, hier hätte man noch ruhig ein bisschen mehr Hintergrundgedudel oder sowas machen können, anstatt dieses total generische Zeug. Weil, ne, es wirkt halt hier wirklich sehr ruhig, abgesehen von den Soundeffekten. Die Hintergrundmusik ist ja nicht mal richtige Hintergrundmusik. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Das ist halt, ne, so dieses Animus. Flair, Getöns, Zeug, was hier so im Hintergrund so ein bisschen dudelt. Oh. Und ne, Seeschlachten sind jetzt natürlich nicht das Spannendste, aber müssen wir auch irgendwie durch. Irgendwie. Wie, warum macht ihr denn keinen Schaden? Das ist eine Fregatte, ne? Das, was wir da haben, sind wahrscheinlich nur Kanonenboote oder so.
Na gut. So, einmal noch. Einmal hier. Einmal da. Einmal da. Okay. Ich werde auch versuchen, jetzt, wenn wir halt das ganze Sammelzeug machen, dass wir möglichst wenig Schiffe die ganze Zeit angreifen. Weil sonst wären wir nie fertig. So. Jetzt ist die Route sicher. Jetzt können wir dann meinetwegen auch ein Schiff losschicken. Das Tor nach Europa. So, schicken wir doch dich mal los. Erstmal reparieren. Und dann tschüss Schiff, war schön mit dir. Komm in 14 Stunden wieder. So, das ist das. Dann hatten wir jetzt hier, glaube ich, in Portugal. Genau, da können wir einmal Casablanca freischalten und das hier theoretisch machen. Das sind zwei Dinger. Ob wir zwei Schiffe dafür haben, ist so ein anderes Ding. Aber sowieso müssen wir halt erstmal die Schiffe dafür rausholen. Und von der Route jagen und so. So, hier so ein schönes Rammschiff. Und hier unten machen wir nochmal so was. Da haben sie keine Chance. Hoffe ich. So viel dann dazu. Das war mal ein schönes Schiff. Es gehörte dem Gegner. Jetzt gehört es dem Ozean. Das war auch mehrfach, ne? Das alles machen muss. Das ist so ein bisschen. Boah, man will ja eigentlich nur Schiffe halt losschicken, ne? Auf der Mission und sagen so: Hey! Schiffe sind unterwegs. Yay. So, mache ich das jetzt so? Ich glaube ja. Sind wir ähnlich aufgestellt wie der Gegner. Wird schon, irgendwie. Immer mit der Brick auf die Brick. Nein. Jetzt auch mal hier so ein Fass noch hin. Man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Och, jetzt ist das Ding da unten noch am Leben. Das gibt's ja nicht. Und jetzt ist das Ding auch noch dran. Oh. Mit seinem 1 HP da, weißt du? Ich habe auch ein Glück, was sowas angeht, ne? Du Wahnsinn. Gut. Nächste Runde. Dann müssten wir das eigentlich auch schon haben. Dann haben wir die Barbara reparieren hier. Ja, dich dazu. Und dann nehmen wir noch sicherheitshalber so ein Ding. Sicher ist sicher. So. Kanonenboot down. Schoner. Fast down. Geht doch. Gut, die, ne, der Loot, der hält sich halt so in Grenzen. Aber was willst du machen? So, ich brauche hier mindestens einen 40er Laderaum. Dann schicken wir dich mal da los. So, dann hier brauchen wir auch einen 35er Laderaum. Müssen wir auch mindestens dich losschicken.
Okay. Da haben wir das. Nein. War jetzt hier noch irgendwas? Genau, da können wir ja Dakar freischalten. Und hier Bissau. Ah, ne? Dann bräuchten wir 60er Laderaum. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Nee. Das können wir knicken. Da brauchen wir halt erst größere Schiffe. Okay. So, eine Upgrades sind verfügbar. Für was? Für mich oder für Schiff? Wir gucken mal. Kaufen, 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 kaufen. Das müsste dann für mich sein, okay. Ich überlege auch, ne, ob wir halt, ne, obwohl eigentlich, ich will jetzt nichts aus dem Let's Play halt entfernen, da ich halt, ne, diese ganzen Schiffsflotten-Dinger jetzt irgendwie außerhalb des Let's Plays mache und so, aber so ein bisschen denkt man sich ja schon so, oh ja, jedes Mal eine Folge dafür verbraten ist halt auch irgendwie doof, ne. Ich mache schon nur das Wichtigste eigentlich. Hm. Ich habe jetzt jedenfalls keine Upgrades gefunden. Wir düsen weiter. Suchen uns hier erstmal den nächsten Punkt aus. Und düsen von Düsen, 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 Düsen. Von Animus-Fragment zu Animus-Fragment. So. Und dann halt mal gucken, was denn die Wellen so zeigen und wer ist Paul und so, ne? Das Übliche, man kennt das ja. Da hinten ist, glaube ich, ein kaputtes Schiff. Ich glaube, so ein kaputtes Schiff ist nicht so schlimm, wie ich das mal mitnehme, ne? Ich meine ja nur. Hier nochmal so ein Schiff rammen, wenn es mir schon entgegenfährt. Vorsicht! Wir prallen zusammen! Upsala! Das war schon so. Ich war es nicht. Zum Thema, ja, ich sehe zu, dass ich hier schneller irgendwie von A nach B komme. Ja. Wo hast du denn hingeschossen? Ganz ehrlich. So. Das war Ditte. Ups. Das kommt jetzt einfach mal mit, das wird abgefragt. So, hier, ab in die Flotte. Ab in die Flotte! Ja. Er ist ein guter Captain. Er wird das Schiff irgendwie in den... ins Verderben treiben. In den Abwrack. Da sind Schiffe im Weg. Ich kann nicht an den Schiffen vorbeifahren. Nein, sie sind im Weg. Ich kann nichts dafür. Von Backbord, Sir. Dort drüben treibt ein Mann, Sir. Ja, ja, haben wir. Wir werden auf sie treffen, Sir. Upsala. Da tut mir aber leid. Für unseren Captain. Da gehen sie unter. So. Hier. Wird auch entern. Wie kann ich nicht? Hä? Hey? Ihr doof? Ja, da ist doch einmal Gegenschieße, auch wenn es nur der leichte Schuss ist quasi. Dann ist das Ding doch hinüber. Ja, das Schiff sinkt. Das da hinten hat Akku. Läuft bei mir, würde ich sagen. Ich sehe das Schiff nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Da ist es. So. So viel dann dazu. Jetzt aber zum Fragment. Mann, ich lass mich aber auch ablenken. Ups. Jetzt habe ich voll die Mörserkanone da verschwendet, ne? Kommt mal einmal gegen die Taste. Ist vorbei. Ist halt so.